Vielleicht lasse ich den Trick heute doch noch mal raus. Ich meine, dass das zweimal nicht funktioniert. Allerdings war ich im Training doch relativ safe mit dem Trick. Von daher dachte ich mir, ja, funktioniert in Runs jetzt schon direkt. Ich meine, es hat ja im letzten Mal noch funktioniert, allerdings halt nicht direkt. Das stinkt mir. Nein. Ich will nicht wieder hier beim Flughafen Zeit verlieren. Ja, es ist normal, wenn man neue Tricks in einem Run dann umsetzt, dann ist es normal, dass das erstmal nicht funktioniert. Das ist normal tatsächlich. Aber es ärgert mich halt trotzdem. Das ist kacke. Hela! Willkommen im Stream, schön dich zu sehen. 3, 2, 1, go! Und Moino, wie geht's dir? Ich will nicht Mario 64. Meine, warum kann nicht Sunshine am Anfang sein? Warum kann man das nicht selbst aussuchen, was am Anfang steht und was nicht? Oh mein Gott, okay. Ah. So. Ja, einen Mann schaffe ich noch, danach wird's zu spät. Die hoffentlich auch. Ja, leider gerade einen Trick verkackt. Aber ansonsten geht's mir gut. Okay. 3, 2, 1, go. Ja, aber ist normal, weil der Trick ist neu und neue Tricks, es ist relativ normal, dass die am Anfang nicht klappen. Ist trotzdem ärgerlich natürlich, aber es ist normal. Ja, es ist normal. Vernachlässigt mal 64. Nein. Das tue ich nicht. So, und kann ich jetzt hier mal bitte eine 28 holen? Oder so, das wäre nice. Arbeit, Uni und Sport. Das klingt nach einem vollen Programm. Sehr schön. Oder ach nee, ich Idiot. Die Zeit ist vollkommen normal. Die meisten Leute splitten nämlich nicht nach dem Speichern, sondern wenn sie die Scheine bekommen. Und das sind genau so 4 bis 5 Sekunden. Ja, okay. Ja, okay, dann passt es ja doch. Oh mein Gott. Okay, ich bin gleich wieder da. In einer Minute. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! So, da bin ich wieder. Und Nico hatte, glaube ich, Brust eingelöst. Brust, Nico. Sehr schön. Und Salat und Brot. Nice. Home Gym, weil ich keine Lust auf Testerei habe. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Darauf hätte ich tatsächlich auch keinen Bock.
Kraft schon im Gym. Geh oft spät abends, weil es da leer ist. Ist es da wirklich leer? Okay. Bitte, was heißt spät abends? Noch vor 0 Uhr oder nach 0 Uhr? Ich kann mir doch gut vorstellen, dass viele nach der Arbeit noch so ins Gym gehen. Und Solp, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Dankeschön und guten Abend. Nach deinem Stream gehe ich ins Gym. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie lange mein Stream noch geht, ne? Das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Vierer-Split. Müsst auch mal wieder Sport machen, ne? Ich glaube, das nehme ich mir vor für da. Also zumindest so ein bisschen. Mach doch den Boost, danke. Wobei, das sage ich jetzt wieder nur und mache doch im Endeffekt nichts. Ich sehe es ja schon. Aber eigentlich hätte ich schon mal wieder so Bock drauf. Ups. Oh mein Gott, ich hasse den Start. Okay. Ring Fit Streams? Nein. Das wird's nicht geben. Switch Sports? Nein. Also ich wollte ja die Online-Testphase mal ausprobieren, aber man darf ja leider nichts davon teilen. Man darf es nicht streamen, man darf keine Videos machen. Man darf ja nicht mal Fotos irgendwie teilen. Ich glaube, man darf nicht mal seine Erfahrung teilen mit dem Online-Modus. Also da ist Nintendo schon sehr, sehr streng. Und gerade so als Content-Creator sollte man das dann auch unterlassen. Weil wenn jetzt so ein Random, sag ich jetzt mal, da irgendwas postet, ich glaube, das wäre jetzt nicht so dramatisch. Da wird Nintendo auch nichts machen. Aber wenn jetzt jemand YouTube macht, ich weiß nicht, das wird dann kritisch. Und Iggy, moin! Ich arbeite auf Bühnen, okay, das wusste ich noch nicht bei dir. Ja, das ist krass. Ross ist Noise. Komm, geh doch rein, bitte Mario, please, dankeschön. Andy Stream Drink Fits? Nö. Das wird's bei mir nicht geben. Das wird's nicht geben. Wobei, sag niemals nie, ne? Aber nee. Sehr unwahrscheinlich. So, ist die Spinne gütig. Sie ist gütig, sehr gut. Das sehe ich gerne. Just Dance und SingStar. Das sind auch Spiele, die es wahrscheinlich nie bei mir zu sehen gibt. Aber privat? Privat würde ich das spielen. Aber nicht on stream, tatsächlich. Spaßbremse, Andy. Das nur privat, tatsächlich. Stream würde ich feiern. Würden wahrscheinlich einige feiern, tatsächlich. Aber nein. Ja.
Ja, nice. Okay. Wo ist die richtige Kachel? Hier? Ne, hier. Ne, ich hab sie wieder nicht gefunden. Ne, das ist nicht die richtige Kachel. Ne. Aber egal. Okay. Ja, wär ein sehr guter Split gewesen, wenn der Schatten Mario mir da nicht entwischt wäre. Aber das kostet halt fast 10 Sekunden. Das ist doof. Ich denke, wenn Hela fertig ist mit dem Studium, dann kann sie sich das hoffentlich leisten. Das wäre zumindest nice. Ich wusste es, aber egal, passt. Sehr schön. Brauchen wir dann ein Home Gym? Das klingt nice. Okay, das war ein schönes Bianco 3. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Kein Gold. Okay. Ich werde jetzt noch 2 Jahre im Lager schaffen und dann Umschulung zum Fitnesskaufmann. Klingt auch gut. Meine Eltern haben auch alles Mögliche. Ich habe nur Hanteln hier. Ich habe 2 Hanteln hier im Zimmer. Und so eine... Ah, ich weiß nicht, wie das heißt. Wenn man Liegestützen macht, so dass meine Arme nicht, oder dass meine Hände nicht den Boden berühren. So ein Handschoner, nennt man das so? Keine Ahnung. Handgelenkschoner? Gibt's bestimmt einen Namen für. Das habe ich auch hier. Sonst gar nichts. Okay. Perfekt. Immerhin 2 Hanteln. Fast mehr als du. Garantiert nicht. Garantiert nicht. Okay. Rein mit dir. Sehr gut. Komm nicht unbedingt aufs Gewicht an. Ja. Ich habe zu Hause auch nur ein paar Hanteln und eine Matte. Oh, eine Matte habe ich tatsächlich nicht. Die wäre vielleicht auch ganz nice, weil der Boden ist tatsächlich doof. Oh, Toad, ich weiß, du bist glücklich, aber du musst nicht in mich reinkrachen. Das wäre sehr nice. Hula Hoop Ring? Ja, der ist bei meinen Eltern. Denke ich zumindest. Also vielleicht ist der auch nicht mehr da, keine Ahnung. Aber den Besitz, der ist nicht bei mir daheim. Ja, kriege ich den Travel Skip hin? Oh, fuck. Oh, die Position ist aber doof. Peach? Es hat geklappt, oder? Ja, es hat geklappt. Oh mein Gott, ich hab den Trick raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, nice. Trainiere viel schwer und falsch, gebe ich zu. ich muss nach oben. Sehr gut. Danke für den tollen Spin Jump, Mario.
Ich verstehe nicht, warum der Spinjump manchmal nicht seine volle Höhe hat, sondern nur so niedrig ist. Das würde ich gerne noch verstehen. Komm her. Okay. Passt. Wird Zeit für Travel Skip Button. Könnte man mal so statt dem Gelato Skip machen, theoretisch. Klappt der Travel Skip. Das wäre theoretisch sogar eine Idee. Ich brauche das Leben. So, Paddy. Wo gehst du hin? Ah ja, können wir theoretisch mal machen. Was? Paddy, meine Güte, du bist doch mein Freund. Danke. Das war sehr, sehr, sehr komisch. Aber egal. Passt schon. Oh, ich habe hier 30 Sekunden Timesave. Aber gut, den werde ich niemals bekommen, weil die Paddy RNG war echt gut. Bei dem 30 Sekunden Timesave. Paddy hat schon hier mich zweimal mit dem Schädel angegriffen, das verstehe ich nicht. Aber egal. Klubschi, lass mich in Ruhe. Okay. Wo geht Paddy hin? Ja, ist eigentlich kein schlechter Spot. Ah, so schlecht war die RNG auch nicht hier. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Zeit gut machen. Definitiv. Okay, nice. Das kann sich sehen lassen. Okay, ich krieg die Schein, glaube ich. Der Magus labert viel Müll. Was? Okay. Passt. Ah, leider nicht ganz so viel Zeit gespart, wie ich dachte, aber egal, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Wir sind grün. Sehr gut. Und das am Anfang, das ist echt nice. Okay, let's go. Gelato. Bitte. Mach keinen Scheiß mit mir. Glaub an dich. Magus hat keine Ahnung. Oh, ich bin gar nicht in dieser Fitness-Bubble drin. Ups. Okay. Komm her. Toddy? Nö, kommt nicht raus. Sehr gut. Okay, ja. So, bitte, Gelato Skip. Es wäre super nett, wenn du jetzt relativ schnell klappen würdest. Das wäre echt stark. Let's go. Ich hab den doch angespritzt. Egal. Passt schon. Ist in Ordnung. Eins, zwei, drei. Ich hasse dich, Mario.
Warum nur Second Try? Warum nie im First Try? Das wäre doch mal nice. Dann könnte ich auch mal ein Gold wieder hier holen. Aber egal, ich will mich nicht beschweren. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Sehr gut. Patrick Heinzmann. Oh Gott, Nummer 7. Und jetzt den Quickie bekommen. Das wäre ganz geil. Let's go, Mario. Ist nur ein bisschen Spam-Spray. Und er liegt flach. Okay, sehr gut. Passt, sehr schön. Oh mein Gott. Okay, hier nehme ich nochmal ein bisschen Time-Save mit. Let's go. Perfekt. Crazy Aids, guten Abend. Herzlich willkommen, schön dich zu sehen. Und Moino. Oh Gott. Okay. Rein mit dir in die Röhre. Sehr gut. Und ein Prost gibt's wieder. Kann ich nach der Mission machen. Ich finde die Community echt geil hier. Hier kann man einfach mal sehr selbst sein. Und wenn man Probleme hat, wird man auch geholfen. Danke dir, Clash-Spieler. Danke dir. Das freut mich sehr zu hören. Sehr schön. Und Hundi. Hundi, komm her. Hundi, komm her. Okay. Wir spielen wieder über Bande. Ja, Pause lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Sehr gut. Und Prost, Nico. Und die Joschinkenwette steht. Let's go. Täglich Hühnchen und Reis. Und Mono Crazy Age, schön dich zu sehen. Schön euch alle zu sehen. Guten Abend an alle, die da sind. Vielen, vielen lieben Dank. Ah, erst kommt der. War schon auf Mission 3 eingestellt. Mission 2 ist eigentlich immer so uninteressant. Ich bin erst 24. Oh Gott. Oh, nee, Nick, die Frage am besten nicht stellen, also, weil, es gibt auch einen Grund, warum man diese Frage nicht stellen darf. Also, man sollte sie nicht beantworten, besser gesagt. Denn, Twitch ist offiziell erst ab 13 Jahren. Und wenn jetzt hier jemand schreibt, dass er 12 ist oder so, dann kann es sein, dass er gebannt wird und... Das ist dann immer ein bisschen doof. Nee, kein Ding, du wusstest das ja nicht. Und kein Ding, aber die Frage, also das gilt für alle, am besten nie in einem Twitch-Chat stellen. Denn ist immer ein bisschen schwierig. Ups. Zumindest wenn es so allgemein gehalten ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Wie alt Hela ist, das darfst du allerdings fragen. Oh Gott. Weil ich weiß es, glaube ich. Ich weiß es. So. Aber ich sag's nicht. Oh Gott. Okay. Oh, das könnte ein Gold sein. Das könnte ein Gold sein.
Let's go. Wird zum Glück dreimal so alt wie das Twitch-Mindestalter. Ja. Ja, also es kann halt ein Problem sein. Wenn dann halt wirklich jemand schreibt, dass er 12 ist. Und das war ein Gold. Wie groß? Eine Sekunde. Okay, nehme ich. Sehr schön. Perfekt. Perfekt, perfekt. Volljährig, ja. Da ist auf jeden Fall. So, Kettenhundi. Oh, das ist, glaube ich, die beste RNG. Wenn er so bleibt wie im Intro, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Er bleibt so wie im Intro, okay. Bin auch knapp drüber. Goldsplit, ja. Goldsplits sind immer geil. So, der soll mir hier nicht nach rechts ausweichen. Ja, egal. Hier will ich auch mal in das neue Strat integrieren. Wo der Kettenhund quasi schon von alleine hier reingeht, quasi. Aber das war trotzdem ein guter Kettenhund. Und das könnte ein Gold sein. Aber keine Ahnung. Aber kein großes Gold. Ein kleines Gold. Aber jedes Gold ist schön. Oh ne, kein Gold. Okay. Wie kommt man zu Discord? Ausrufezeichen Discord. Dann müsste der Bot den Link reinhauen. Oh, es geht sogar mit DC. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass ich das auch mit DC eingestellt habe. Aber, Dankeschön. Ich habe immer das Gefühl, dass der Wind mich irgendwann mal umhauen können würde. Das soll er schön bleiben lassen. Okay, nice, das war perfekt. Oh, Pascal, moin und guten Abend. Quatsch mit mir? Endlich kann ich wieder was schreiben. Twitch spinnt heute. Okay. Konntest du gerade nicht schreiben? Ah ja, Twitch hat auch seine Bugs. Definitiv. Definitiv, definitiv. So, rein mit dir. Oder hoch mit dir. Sehr gut. Oh mein. Warum ist der Typ schon da? Oh gut, das. So langsam war ich jetzt eigentlich gar nicht. Allerdings, das ist immer RNG, wo der Typ gerade steht. Manchmal bleibt er halt stehen, manchmal nicht. Da er jetzt anscheinend überhaupt nicht stehen geblieben ist, müsste das eigentlich ein Gold sein, aber. I don't know. Tatsache, 3 Sekunden, nice. Okay, perfekt. Und Pete, willkommen im Stream, schön dich zu sehen. Nice. Genau, Twitch kann sich jeder. Nee, Twitter kann. Twitter. Bei Twitter kann sich auch jeder installieren. Discord kann sich jeder installieren. Oder sich einen Account machen und dann joinen. Das geht. Oh mein Gott, bitte Mario. Ich hoffe, das Kind kommt jetzt mal raus. Das wäre super geil. Und es ist draußen, okay. Ha ha ha!
Ja, das ist eine 50er Pace. Okay, nice. 51, perfekt. Das sehe ich doch gerne. Okay. Perfekt. Sehr gut. Konnte schon leider nichts mehr schreiben. Seit dem Gelato-Skip vom ersten Run bin ich bisher hier. Konnte aber bisher nichts schreiben. Ich hatte gestern lustigerweise auch einen Discord-Bug. Ich lösche nämlich... nicht einen Discord-Bug. Einen Twitch-Bug. Ich lösche nämlich ab und zu meine Cookies. Und so Kache und so weiter. Und immer wenn ich das mache, logge ich mich halt quasi auch überall aus. Und auf Twitch kriegt man so einen Sicherheitscode zugeschickt aufs Handy, wenn man sich halt wieder einloggt. Sofern man das aktiviert hat. Und als Streamer hat man das in der Regel aktiviert. Und gestern kam der Code einfach nicht. Ich habe da sehr, sehr lange rumprobiert, um doch noch an den Code zu kommen. Aber ja, nach einer Stunde kam da der Code automatisch, Gott sei Dank. Ansonsten, ja, hätte ich den Twitch-Support anschreiben müssen. Und das wäre absolut uncool gewesen, weil das ist in der Regel ein Bot, der auf meine Nachrichten antwortet. Und ja, da weiß ich nicht, ob der das Problem dann gelöst hätte. Aber ich bin froh, dass es dann doch wieder geklappt hat. Genau. Oh ja, Twitch hat aktuell wieder so ein paar Bugs. Oh Gott. Rein mit dir in die Cutscene. Danke. Ne, ein Timeout hat das Pascal definitiv nicht. Nee. Es gibt unglaublich selten welche, die Bodybuilding betreiben und Mario zocken. Wirklich? Naja, ich glaube bei Hela ist auch in der Gruppe jetzt keiner am Start, der so wirklich Mario zockt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das verstehe ich irgendwie nicht. Oh, Nobody, willkommen im Stream, schön dich zu sehen. Guten Abend. Ist ein Chatportal, ja. Aber du kannst auch mit Leuten callen. Theoretisch kannst du auch einen Videochat machen. Aber grundsätzlich ist es eine Chatplattform. Nicht bonken. Okay. Nice. Ich kenne da noch einen Sportler, der Mario spielt. Ich bin's nicht. Ah ja, da gibt's schon einige. Aber ich weiß nicht, Leute. Es wäre schön, wenn jetzt mal die Raketen treffen. So, die erste ist in der Regel kein Problem. Die trifft, komm. Das ist... Oh mein Gott, ärgerlich. Hm. Ah! Jetzt hatte ich kurz die Rakete in meinem Ding drin. Also man kann sich die Rakete anziehen. Aber es ist unheimlich schwierig, da dann loszulassen. Aber ich glaube, beim nächsten Mal krieg ich's hin. Wenn das nochmal passieren sollte. Okay, nice. Genau, beim Timeout wird sogar angezeigt, wenn man einen bekommen hat. Das, genau.
Muss nachher noch unbedingt im Gym. Dann darf ich aber nicht mehr so lange streamen, ne? Da hoffen wir, dass EYG jetzt klappt. Allerdings, ich werde es nur einmal probieren. Wenn es nicht klappen sollte, dann mache ich die Mission ganz normal. Verliere ich zwar auch ordentlich Zeit, aber nicht so viel. Ich denke, so eine Minute verliere ich dann. Nice. Okay. Oh mein Gott, normalerweise mache ich das hier immer mit einem Triple Jump. Bin nämlich der Fan von Triple Jumps. Spin Jumps, mag ich nicht so gern. Okay. Passt, sehr schön. Nice, 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 nice. So, Mission 3. Die ist noch wichtig. Anime gucken und zocken, da gibt's viele, ja. Das stimmt. Also, ich glaube, da ist die Überschneidung doch recht groß. Okay, Red Coins, let's go. Okay. Mario. Okay. Ja, das Schiff zu benutzen ist eigentlich ganz gut. Wenn's da ist. Aber es ist im Idealfall immer da. Außer man verkackt halt vorher was. Okay, schöne Red Coins. Da kann man nicht meckern. Alkohol pumpen. Ja gut, das ist aber wieder was anderes. Okay, nice. So, Pina 4. Kriegen wir einen Two-Cycle? Das wäre schon ganz nice. Ein One-Cycle. Tenet-Cell kann ich, also ich weiß, wie der geht, aber ich habe ihn halt noch nie geschafft. Da glaube ich nicht dran, dass ich ihn jetzt schaffe, aber man weiß ja nicht, ne? Vielleicht kriege ich einen One-Cycle hin. Aber ansonsten Two-Cycle, das ist eigentlich schon Pflicht. Ja. Ah, okay. Komm, einer wenigstens nur. Oh mein Gott. Was tut weh. Hier Zeit zu verlieren ist scheiße. Ja, vor allem der schläft wieder. Ah, wird kein Two-Cycle. Nein. Aber egal. Ah, verlieren wir halt hier 15 Sekunden oder so. Ist okay. Ist okay, ist okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich in den Stern reinkomme. Glaube nicht. Oder? Vielleicht doch. Nee, Mario steht. Okay. Warum war der am Boden? Egal. Scheiß drauf. So. EYG, Leute.
Und kommt ihr Schinken? Oder nicht? Zweimal kam er nicht. Ich persönlich glaube, jetzt kommt er. Mal schauen. Sollte Iwa G nicht klappen, dann mache ich normal die Mission 5. Auch wenn ich so ein bisschen getriggert bin, das dann nochmal zu versuchen. Aber mal schauen, mal schauen. Einmal versuchen, das können wir tun. Und das ist wieder kein Yoshinken. Ja, Banane und Kokosnuss, das sind die anderen Früchte. Chance ist tatsächlich 50-50. Aber heute ist Yoshinken sehr schüchtern. Okay, ich nehme die mit. Kann auch passieren, dass ich sterbe. Erst freuen, wenn ich drin bin. Oh mein Gott, okay. Das war wichtig. Das war strong. Das war sogar ziemlich schnell. Okay. Warum hat das nicht geklappt? Warum hat das nicht geklappt? Oh mein Gott, egal. Hallo, Mario? Jetzt versau mir nicht den Bonus-Chrom. Okay, wir machen den jetzt langsam. Der Trick ist neu, ja. Okay. Ich habe noch genug Leben, oder? Ich hoffe doch. So, jetzt bitte bau keinen Scheiß, Mario. Das wäre ganz cool. Okay. Ja. Ich freue mich, dass der Skip geklappt hat. Bonusraum war zwar kacke, aber ich freue mich, dass der Skip geklappt hat und wir machen jetzt ungefähr eine halbe Minute zumindest gut. So, sehr schön. Sehr schön. Ein bisschen ärgere ich mich trotzdem in den Bonusraum, aber hey. Aber hey. Iwa G hat geklappt. Halbe Minute Gold. Und das ist sehr, sehr gut. Und Paul, herzlich willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr wichtig. Nice. Ich habe zweimal die Yoshinken-Wette verpasst. So, jetzt noch hier einen Quick-Kill bekommen, das wäre super geil. Oh mein Gott. Der Quickkill ist hier so blöd. Jetzt können wir die PB-Werte wieder machen. Ja, genau. Danke, Eri. Und Paul, willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Guten. Nee, ich habe noch nie von Domtendo gehört. Noch nie. Noch nie habe ich von Domtendo gehört. Ah, danke, Paul, für dein Follow. Oh Gott, ich weiß nicht, ob du das jetzt ernst meinst. Wahrscheinlich schon, aber ja, okay, ich kenne Domtendo, ja, ich kenne ihn. Ich habe da immer so Angst, wenn ich so dann Witz draus mache, dass die Leute dann wirklich denken, dass ich ihn nicht kenne. Okay, minus eine Minute hier und mein gesamter Timesave
ist quasi, ja, nach Bianco 6. Ja. Oh, Mario, please. Wow. Okay. Mario, mach keinen Scheiß. Du darfst gerne da hochspringen, Mario. Ich weiß, du willst den Blooper vielleicht nicht den Arm rausreißen oder die Nase oder was auch immer. Sonstige Gliedmaßen, aber du musst das tun, Mario. Du musst das tun. Haut die Punkte schon rein. Yep. Haut alle Punkte rein. Ich sehe erst 580 Punkte in der Wette. Das ist mir noch viel zu wenig. Wahrscheinlich warten die Leute noch Rico 4 ab. Oder Rico 3. Vermute ich jetzt mal. War Ironie, okay. Okay, okay. Passt. So, nice. Ich hab gerade bei Yoshinken 3.500 verloren. Ja, das ist RIP. Okay. Hier hätte ich schön Zeit sparen können, aber... Ja, Mario wollte nicht sich so bewegen, wie ich ihm das eingetrichtert habe. Aber okay. Der Kampf ist auch übelst brutal, ja. Da hast du recht. Da wurden sicherlich einige Kinder ziemlich verschreckt. Als sie den Blooper so den Arm ausreißen mussten. Und der dann auch super gequält quasi sich angehört hat. Warum mache ich das eigentlich wieder? Okay. Ja, passt, so viel Zeit verliert das nicht, wenn es nicht klappt. Der Entry ist ein bisschen doof. Aber wenn es irgendwann klappt, und irgendwann klappt das, dann spare ich da nochmal so 2-3 Sekunden. Was ziemlich nice ist. Aber aktuell verliere ich. Ich denke mal so 5 bis 10 habe ich jetzt verloren. Aber egal. Das stecken wir weg. Viel Glück, Dankeschön. Ich komme mir wie ein Lauch vor. Das glaube ich nicht. Also, keine Ahnung, musst du doch nicht. Du trainierst ja ordentlich, da bist du definitiv kein Lauch. Come on! Ja, dann geh so rein, meine Güte. Du machst ohne Backflip. Oh mein Gott. Und Dennis, moin. Willkommen im Stream. So, Rico 3. Das kann schief gehen. Ich hoffe aber, dass es nicht schief geht, das wäre cool. Also die Spinjumps wollen hier irgendwie nicht so richtig. So, aber das ist der wichtigste Spinjump, der hintere. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich hier Zeit verliere. Puh, sehr gut. Bitte, Paul, nicht die Nachrichten spammen. Gerade wenn die noch nicht mal durchgelaufen ist, richtig. Du siehst ja, dass ich hier ein bisschen konzentriert auch auf dem Run bin. Und dann kompletten Themenwechsel zu machen, ist immer so ein bisschen komisch. Und da bitte mir die Zeit geben, auch mich darauf einzustellen. Das wäre ganz cool. So. Okay. Meine Güte. Okay.
erstmal Rico. Rico 4. Gehe ich auf volle Geschwindigkeit oder nicht? Das ist die Frage. Ja, schon, ne? Okay. Wow, 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 wow. Den brauche ich nicht, aber okay, nehme ich mit. Okay. Passt, überlebt. Das ist das Wichtigste. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Phew. Das war sehr wichtig und jetzt mach mal bitte den Backflip, das wäre cool. Da kommt man nämlich schnell in die Welt rein. Danke Mario. Sehr schön. So und Mario, diesmal willst du aber schnell zum Blooper, oder? Diesmal gehst du schnell zum Blooper. Komm Mario. Ich krieg diesen Spinjump hier nicht mehr hin. Von der Kante. Der ist nicht so einfach wie der normale Spinjump. Da muss man nochmal zweimal A drücken. Und zwar relativ schnell. Ist ein bisschen gemein von der schiefen Ebene, einen Spinjump auszuführen. Ach ja. Der Blooper mal wieder. Der Blooper mal wieder. Okay, nice. Puh. Mario. Okay. Wow. Dass der Blooper mir heute wieder Zeit kostet. Geil. Aber egal, es passt schon. Ist in Ordnung, ich bin. Ja, bei Rico 6 kommt noch. Noch bin ich nicht durch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Let's go! Oh, mehr Zeit will ich jetzt nicht verlieren in Rico. Das wäre ganz geil. Und in Rico 6 habe ich fast 20 Sekunden Timesave? What the fuck? Bin ich in meiner PB gestorben? Nee, aber ich glaube, ich musste zweimal einen Wendekreis machen. Okay. So, jetzt dieses Mal nicht. Dieses Mal klappt alles. Und du nimmst doch den grünen Blooper, Mario, okay? Das schaffst du. Geht doch. Okay, let's go. Ja, das war komisch, aber passt. Okay, nice. Puh, jetzt nicht sterben. Okay, das war gut. Wir nehmen den Time Save mit. Sehr schön. 18 Sekunden. Ah, aber kein Gold. Okay, schade. Schade, schade, schade. Ah, ja gut, mein Goldsplit ist... Ah, ich bin am Anfang ins Wasser gefallen, ne? Ja. Gut, hat mich gerade gefragt. Hey! Das hätte doch ein Gold sein müssen eigentlich, aber... Ich bin ja ins Wasser gefallen. Okay, let's go. So, den Quickel. Den kriegen wir hoffentlich. Ich dachte schon, die ersten Hits, die zählen nicht.
Das wäre kacke, wenn man den verpasst, weil dann verliert man im besten Falle nur 20. Dann verliert man im besten Falle 20 Sekunden und das ist nicht so geil. Aber so ist es gut. So, wenn jetzt Bianco 6 gut läuft, dann habe ich ein gutes Gefühl für den Run. Let's go, Bianco 6. Mario, das kriegst du hin. Okay, nice. Habe ich etwa hier Schinken verpasst? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was hast du mit dir Schinken gemacht? Nix. Oder kam der gerade vor? Ja, eigentlich kommt kein Yoshi hier vor, nö. Eigentlich nicht. Okay. So, jetzt, let's go. Kann den rum. Okay. Oder spiele ich langsam? Dafür safe. Ich glaube, ich spiele langsam. Jetzt habe ich, glaube ich, sowieso den Cycle verpasst. Ja. Vielleicht ist es ganz gut so. Mal gucken. Hauptsache nicht tot, nicht sterben. Das ist so das Wichtigste hier. Wir warten, bis sich das gedreht hat. Okay, ist jetzt natürlich doof, hier so einen Amsang zu spielen, aber... Oh hey, besser als ein Tod. Also ich glaube, ich habe hier... Ja doch, ich habe, glaube ich, einmal schon den Raum etwas besser gemacht. Aber halt noch nie alles perfekt. Die BB-Wette, die gibt's schon, ja. Aber du bist leider ein bisschen zu spät dran. Aber trotzdem guten Abend. Willkommen im Stream. Okay, das war wichtig, hier nicht zu sterben. Das war sehr wichtig. Bianco 7 ist eigentlich kein Problem. Manchmal schon, aber im Normalfall eigentlich nicht. So, man darf hier nicht so nah an dem Mario dran sein und dann passt das und ich habe den sehr schnell gekillt. Ich glaube, hier oben habe ich den noch nie getroffen gehabt. Von daher sehr, sehr nice, sehr stark. Das könnte ein Gold sein. Mal gucken. Yes, okay. Der ist so komisch, der Schatten Mario. Und jetzt kommt ihr Schinken. Jetzt kommt ihr Schinken, Harry. Jetzt kommt ihr Schinken. Okay. Das Ei war auf meinem Kopf. Oh nein. Egal. Passt schon. Rein mit dir, ihr Schinken. Please. Mach mit. Okay. Da kommt ihr Schinken. Sehr gut. Du hast den so schnell gekillt, dass die Hitbox der Schein erstmal damit klarkommen musste. Stimmt, die war so ein bisschen im Boden, ne? Okay. So, ich denke, mein Gold ist hier schon ziemlich gut. Allerdings, ja. Mal gucken, wie der Kampf wird. Aber ich glaube, ja, nee. Der Eingang in die Stage war nicht so gut. Ich glaube, ein Gold ist nicht möglich, aber... Mal gucken, ich gebe mein Bestes. okay.
Einer fehlt. Hier. Okay, nice. Okay, war ein guter Kill. Das passt. Sehr schön. Sehr gut. Aber ich denke, Gold ist es nicht. Aber ich weiß es nicht. Mal schauen. Nee, kann eigentlich kein Gold sein. Dafür war das mit Yoshenko leider nicht so gut. Nee, kein Gold. Aber trotzdem stabil. Passt. So, der zweite. Okay, Serena 2. Wichtiger Time Save. Den ich hoffentlich mitbekomme. Let's go. Eine Minute 10, die ich mir sparen kann. Okay. So, ich gehe jetzt in dem Haus über die linke Seite hoch. Oh Gott. Was mache ich hier? Oh mein Gott. Denn da ist der eine Buhu nicht so blöd im Weg. Really? Okay, passt. Ich hab sogar noch nach hinten gedrückt. Aber er bremst einfach nicht ab. Okay. Egal. Okay, das war schön. Leider ein kleiner Tod, aber wir nehmen trotzdem sehr viel Zeit mit, das ist wichtig. Sehr schön. Und der Tod war auch relativ schnell. Von daher passt das. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt schnell unsere Banane nach oben. Das wäre ganz cool. Und ich hoffe, ich kriege jetzt mal hier den Entry gescheit hin. So, ich dive nämlich hier. Spritz so, aber. Ah, es klappt noch nicht so ganz. Ah, egal. Ist in Ordnung. So, Banane, Banane. Warum ist das wieder ein Problem? Ich check's nicht. Hä? Egal. Wow. Wow. So blöd. Aber egal, ja. Serena 4. Oh, habe ich das schon einmal perfekt hinbekommen? Den Bonusraum, ich bin mir nicht sicher.
Aber ich glaube tatsächlich noch nicht. Let's go. Bowser-Cosplay. Genau so. Geht auf Mario. Dankeschön. Okay. Rein mit dir. Okay. Wichtiger Raum. Okay, nice. Okay. Ich hoffe, der Block hat sich schon ganz früh aktiviert, aber es sieht danach aus. Okay, das müsste ein... Müsste eigentlich ein Gold sein. Oh, ich weiß nicht. Thomas, moino, willkommen im Stream. 1-2 Sekunden Gold. Ja, nehme ich. Nehme ich. Und jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir Buhu. Jetzt haben wir König Buhu. Oh, bitte. Bitte eine gute RNG. Das brauchen wir. Denn mit meiner PB hatte ich auch eine gute RNG. Da hatte ich sogar die beste. Okay. Let's go, Leute, let's go. Okay. Oh. Okay. Alles klar. So, Buhu, please. Sei ein Kumpel. Hallo? Okay. Er ist kein Kumpel. Oh, direkt am Anfang einen reingedonnert zu bekommen, ist kacke, aber das müssten jetzt Früchte sein. Okay. Please, Früchte. Oh, really? Ist kein Kollege hier. Das waren noch nicht alle Blasen, oder? Okay, anscheinend doch. Okay. Leider dreht sich das hier. Ah, ich habe das Beste draus gemacht, würde ich sagen. 2 Fail-Cycle. Ist natürlich kacke, aber ich habe das Beste draus gemacht. Kann ich mich nicht beschweren. Okay. Let's go. Let's go.
Piantas sprechen Piantisch. Weiß nicht, ob die Sprache eine offizielle Bezeichnung hat, aber... Ja, kann man vermuten, ne? Kann man vermuten. So. Sirena 6. Let's go. So, zwei Textboxen. Hallo? Okay. Über 2 Minuten, das ist in Ordnung. Quatsch bitte mit mir. Man muss ganz ruhig stehen bleiben, ansonsten kriegt man die nicht. Für mich ist das nur schön. Ah, die können sich schon unterhalten. Okay. Nee, das kann kein Gold sein. Nee, das hätte mich jetzt sehr stark gewundert. Bei 207... Ich glaube, besser war ich hier tatsächlich noch nie. Oder... Passt das? So, jetzt kriege ich den Quickkill hin. Das wäre jetzt sehr, sehr, sehr nice. Aber ich vermute mal, wir kriegen ihn nicht hin. Denn der ist... Der ist gemein, der Quickkill. Mal gucken. Okay, ja. Er ist noch auf den Treppen. Zähl ich das als Quickkill? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall besser als der Durchschnitt. Von daher ist das okay. Das ist definitiv okay. Nice. So, Nuki 1, let's go. Let's go, Leute, let's go. Nuki, Nuki, Nuki. Rein mit dir. Ja, es war sogar fast Gold. Hatte ich noch nie den Quickkill bei meinem Goldsplit hier? Würde mich eigentlich wundern, aber anscheinend tatsächlich. Es war nämlich super nah dran. Nice, der Sprung ist durchaus eklig. Mario? Mario, please? Ach so, okay. Ich brauche noch eine Bombe. Ja, war jetzt nicht perfekt, aber war in Ordnung. Wir kriegen auf jeden Fall... Da könnte es noch ein Gold gewesen sein. Der Wandsprung war gut. Ich habe halt an der einen Stelle so lange gehangen. Wir sparen auf jeden Fall ordentlich Zeit, aber... Gold sollte es eigentlich nicht sein, aber... Mal gucken. Mal gucken, let's go. Nee, ist kein Gold, okay. Hätte mich gewundert. So, Nuki 2 kommen wir jetzt von der anderen Seite. Und der erste Wandsprung, den machen wir rechts. Und wir treten gegen einen Goldsplit an, okay. Let's go. Oh!
Mario hoch mit dir, please. Ja gut. Das war jetzt nicht so, wie ich es gelernt hatte, aber es hat funktioniert, Gott sei Dank. Okay. Das kommt zumindest nah ans Gold ran. Sehr schön. Oder das ist sogar ein Gold, what? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich nehme das Gold. Stimmt, der Anfang war, glaube ich, ziemlich gut. Dass ich nicht ins Wasser geflogen bin. So, jetzt mashen. Let's go. So, das können wir, glaube ich, auch noch Gold splitten. Das hat, glaube ich, noch nie perfekt geklappt. Aber das ist auch schwierig, weil immer irgendwas passiert. Yep. Nein, Fisch, heute nicht. Ja, nee, wird kein Gold, aber ist in Ordnung. Passt schon. Leider verpasse ich immer diese eine Münze. Ist mir jetzt schon dreimal, glaube ich, passiert. Aber ich kann es nicht wirklich ändern. So, oh, jetzt kommt ein wichtiger Kampf, Leute. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Kampf. Rune Factory. Okay. Ja, so Let's Player sind gute Influencer. Definitiv. Den Nuki 4. So, wir labern den. Warte, warte. Dem hauen wir ins Gesicht. Ich liebe das. Okay. So, sehr schön. Zähne putzen, ja. Ich hoffe, es klappt. Und dann haben wir eigentlich nur noch Nuki 6 und halt den letzten Split. Die Bubble nehmen sollen, glaube ich. Okay, komm runter. Oder komm mal hoch, komm hoch. Okay. Nee. Hasse es, ich hasse es. Dabei habe ich eigentlich drauf geachtet, dass er mich nicht schluckt. Egal. So viel Zeit kostet das nicht. Ist nur ein bisschen doof. Ja, geht wieder runter. Jetzt müsste ich Luft kriegen hier. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich ausgemacht. Ist das der Goldzahn? Nee. Ich war doch jetzt tief genug unten eigentlich. Der hätte jetzt nicht sich einziehen dürfen. Dieser Bosskampf ist doof. Ich nehme ja nochmal Luft mit. Oder auch nicht.
Mario. Ja. Geil. Er macht nix. Das ist nicht gut. Okay, Münzen. Noch Münzen. Okay. Das sollte reichen. Oh mein Gott, wie bescheuert. Okay. Leider die falsche Seite. Ja, nicht perfekt, aber es ist in Ordnung. Schade. Immer nicht gestorben, es war durchaus zweimal, durchaus relativ eng. Okay, Nuki 5, jetzt hier keinen Bullshit machen und dann passt das. So, probiere ich die neue Strat. Ich weiß nicht. Die funktioniert irgendwie nicht richtig. Aber ich werde sie probieren. Oder ich werde sie nicht probieren. Oder doch, nee, ich werde sie nicht probieren. Ich denke, das spart auch kaum Zeit, wenn man hier so Dives macht. Dives mit Crown Pounds. Ich denke, das spart nicht wirklich. Schade, dass man den Boss nicht skippen kann. Ja, ne? Das ist wirklich doof. Ah ja, der Boss ist halt leider... Der ist halt wirklich doof, der Boss. Diesmal nicht die Fahne verpassen. Nee. Keine Sorge. Das passiert einmal und dann nie wieder. So. Ich weiß nicht, ich gucke in die Richtung. Ich glaube, man muss in diese Cam gehen. Damit er auch nach dem Scheinspawn in die Richtung guckt. Ja? Na, ich weiß nicht. Ja, okay. Besser als sonst auf jeden Fall. Keine 22, darauf habe ich jetzt tatsächlich nicht geachtet. Na gut, Sonuki 6. Wir nehmen den anderen Eingang. Wir nehmen den anderen Weg. Wir gehen nicht mehr über diese Seile zu der Muschel, sondern wir machen den anderen Weg. Let's go. Ja, der Weg ist besser. Frage ist halt, ob er auch schneller ist, das müsste ich mal timen. Aber ist auf jeden Fall weniger nervig. Okay. Oh mein Gott, please Mario. Okay, alte Strats daneben. Ist auch okay. Darum lernt man mehrere Strats. Damit man das schön backuppen kann. Wow, wow, wow. Ja, war in Ordnung. Zwar kein Gold, aber ist okay. Da war ein Seil, ja. Okay, Nuki 7, let's go. Und da war kein Monster auf diesem Seil. So, Nuki 7, let's go. Jetzt brauche ich den Quick Kill ganz dringend. Ganz, ganz dringend brauche ich den Quickie.
Okay, das sollte passen eigentlich. Yes, okay. Bitte. Das könnte sogar ein Gold sein, weil ich bin ins Wasser gesprungen. Eventuell ist das schneller als zu hovern. Wenn ja, wäre das ziemlich nice. Nee, kein Gold. Okay. Let's go. Badespaß. Oh, ich muss jetzt das Boot relativ gut machen. Und der Bowser-Fight muss passen. Okay, let's go. So, Boot. Let's go. Zuerst erstmal den sparen. Da kann man durchaus auch sterben. Wenn man nicht aufpasst. Oh mein Gott. Will ich die Blue Coin sammeln? Brauchen wir nicht. Nicht heute. Okay. Oh mein Gott. Nee, ich spreche es jetzt nicht aus. So, Bowser. Let's go. Let's go, Leute. Ja, RIP. Oder? Ich weiß nicht. Nein. Oh mein Gott! Sub 1,30, Leute! What the fuck? What the fuck, es war gut, dass ich es nicht ausgesprochen habe. Es war so gut, dass ich es nicht ausgesprochen habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil mein Goldsplit war hier ziemlich gut. Und Best Possible Time war, glaube ich, eine 1,29,56. Und ich dachte, dass es vorbei ist, nachdem ich das erste Mal blockiert wurde von Bowser. Oh mein Gott, was für eine krasse PB. Mega. Mega geil, Leute. Mega, mega geil. Sub 1,30 auch. Krass, 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 krass. Auch wenn ich jetzt... GG, auch wenn ich jetzt meine Kanalpunkte verloren habe. OMG, Leute. Das war ein mega starker Run. Iwaji hat funktioniert, der Bonusraum allerdings nicht, ne?